So, meine Lieben, jetzt kommen wir zur wahrscheinlich. Glaub nicht nur wahrscheinlich, wir sind jetzt in der letzten Folge, ne? Jetzt müssen wir nämlich nur noch für Sherry das Gegenmittel machen und dann verschwinden. Und da ist Annette wieder. Ne, der ist noch da. Da war er, ne? So. Ja, ja, da steht nochmal, wie wir das Gegengift machen sollen. Ja. Sie stirbt und wir sollen ihre Tochter retten. Was wir natürlich sehr gerne tun. Wir merken es auch jetzt schon an der Musik. Na, das ist das Finale. So, da auf dem Moontour bei Leon, haben wir mal kurz miteinander gesprochen, sind sich einig, wir müssen hier weg. Nee. War gerade kurz überlegen, ob wir noch irgendwas brauchen, aber gerade nicht. Licker. Als nächstes müssen Ivys kommen. Genau, wenn ich hier gleich oben wieder ankomme. Ein oder zwei Ivys sind hier dann. Jawohl, hoch. Die Pflanze oder die Ivy, die hier vorhin war, die hätte man auch halt nicht lassen können. Ne? An der kann man sehr gut immer einfach dran vorbeilaufen. Aber gut, an Munition mangelt es ja gerade nicht. So, genau. Das wäre die erste und da um Ecke ist die zweite, ne? Uiuiui, da war doch noch eine. Knabikowski, Leute. So, ich glaube, hier hinten brauchten wir nicht rein. Aber können wir mal schauen. Vielleicht haben wir noch mehr Munition. Weiß gar nicht mehr genau, was jetzt hier war. Wie wenig Pfeile wir auch gefunden haben, ne, insgesamt. Ne, ich glaube, das können wir uns wirklich sparen. Also ich könnte jetzt noch... Ich muss mal schauen, ob das geht. Wir probieren es mal aus. Ja. Ach komm, dann gehen wir jetzt auch nochmal rüber. Ich glaube, hier ist noch ein Licker. Oder zwei Licker, glaube ich sogar, ne? Ja. Alter. Ha! Doppelter Treffer, geil. Und noch zwei. Okay. Ja, ich glaube, das Elektrogewehr kann dann auch weg. Die Säure, glaube ich, können wir jetzt auch wegstecken und uns für den Bosskampf aufheben, ne? Da ist man immer relativ sparsam, sag ich mal, so am Anfang, ne? Und jetzt am Ende ist so viel auch einfach über. Das werden wir niemals alles verbrauchen. Genau, um Sherry kümmert sich jetzt Leon. Er bringt sie mit zum Zug irgendwie. Ja, wir wollen ja mit dem Zug flüchten. Naja, ich weiß. Bitteschön. So, jetzt können wir hier... Genau, das Ding brauchen wir einmal. Das ist für Sherry, ne? Jetzt, erstmal machen wir Licht an. Jawohl. Hallo. Einmal hier reinstecken.
Nahrungsmittel ist hier. Ja. Und dann müssen wir es gleich noch einmal nach unten bringen. Und dann war's das. Hier haben wir jetzt noch einmal die Modisk. Jo. Und jetzt müssen wir durch sein. Ja, wir sind fertig. Muss kurz überlegen. Ja, doch, doch. Alles gut. Ich überlege gerade, ob da unten bei der Schreibmaschine, ob da noch ein Farbband liegt. Weil jetzt ist nämlich der Moment gekommen. Ich habe es ja gesagt, vor dem Endgehen, da möchte ich einmal speichern. Das wäre demnach jetzt. Es wäre nur blöd, wenn da kein Farbband liegt. Dann müsste ich noch einmal hochlaufen. Weil mir das... Der zweiten Form ist bei William einfach zu gefährlich. Das ist mir schon so häufig passiert, dass ich da nicht aufgepasst oder was auch immer. Ja, und plötzlich draufgegangen, ne? Und wenn man bis hierhin gespielt hat und nicht einmal gespeichert hat, dann ist das ganz schön ärgerlich. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass wir das schaffen werden. Oh, die Nucky-Frösche! Müssen noch mehr sein hier, ne? Jo. Ja, das ist der große Vorteil am Granatwerfer. Dass halt nicht nachgeladen werden muss, ne? So, hier können wir schon mal die Modisk einsetzen. Jo. Aber wir müssen noch einmal das Gegengift fertig machen, ne? Bevor wir abzischen. Ja. Jetzt kommt nämlich das, was ich meine. Liegt hier noch ein Farbband oder nicht? Ach echt, jetzt hier ist kein Farbband mehr. Also in dem Raum, wo Sherry ist, da wäre noch ein Farbband. Jetzt ist die Frage, ne? Vorne ist Risiko? Oder gehen wir auf Nummer sicher? Dann machen wir volles Risiko, ne? Hoffentlich geht das gut. Genau, jetzt müssen wir das hier. Also ich sag mal so, an der Munition und an der Heilung wird sich liegen, davon haben wir mehr als genug. Man muss es nur rechtzeitig machen. Und manchmal kriegt er einen halt so fix, dass man da halt nicht mehr zukommt. Ui. Okay, dann werden wir zur Kiste gehen und voll eindecken. Jo, und dann haben wir's. Dann stellen wir uns den William. Okay, also die Karte kann weg. Ja, Heilung ist wirklich mehr als genug da. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Achso, das Dings ist kein ja weg hier jetzt mal langsam, ne? So. Oh, komm, den nehmen wir auch noch mit. Einfach nur so. Puh, ein bisschen nervös. Kann man schon so sagen. Ja, ich bin echt ein bisschen nervös gerade. So. Jo. Jetzt haben wir viermal voll. Ja, das reicht dicke. Ja, wie gesagt, daran wird es jetzt nicht scheitern. Und die erste Form ist gar nicht so das Problem. Eher die zweite Form. Okay, auf geht's. Thank you.
minutes until detonation. Viel länger geht das also nicht mehr hier. Na gut, mit Abstand und so weiter schon, aber das eigentliche Spiel jetzt. Jo, okay. Los geht's. Komm her. Ich weiß nicht, wie viele Treffer er hier einsteckt. Okay. Jetzt kommt der Rufin. Mist. Jetzt müssen wir gucken. Bitte nicht. Nicht drauf gehen jetzt. Bitte. Seht ihr? Ne? Ein Treffer noch. Es kann so schnell in die Hose gehen. Gleich wieder. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht. Okay. Gleich gucken. Er kann nicht mehr viel. Viel kann es nicht mehr sein. Jawohl, geschafft. Ich bin immer super nervös irgendwie. Aber das war jetzt doch relativ easy, du ekelhaftes Stück Code. Okay, Leute, das war's. Wir sind durch. Ach, ist aber wieder ein herrlicher Spaß gewesen. Wir können mal schauen. Wir haben noch fast 50 Schuss über, ne? Meine Güte, kann man im Polizeirevier, kann man den Granatwerfer schon viel, viel mehr benutzen, ne? Jo. Fertig. Oh no. Kopf anziehen. Das war knapp. Genau, und der A-Durchgang ist jetzt beendet. Im B-Durchgang geht es ja noch ein bisschen weiter, ne? Ich hatte es ja schon mal gesagt, der Sprung von Resident Evil 1 zu 2, der ist doch wirklich sehr groß, ne? Was Gameplay, Optik und so weiter angeht. Und dazwischen waren nur 2 Jahre, ne? It worked. Sherry, you're gonna be okay. Mhm. Thanks, Claire. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Mhm. Was für ein Rookie er da noch ist. Und der kommt dann Resident Evil 4 wieder. Das ist der super Badass irgendwie, ne? Protected you. It will always be with you. Oh. Super. Okay, das werde ich jetzt mal überspringen. Dann gucken wir uns mal unsere Zeit und den Rang an, ne? Kann ich das überhaupt überspringen? Ich rede da hier. Nö, kann ich gar nicht. Okay. Dann gucken wir uns das halt an. Ja. Was soll ich sagen? Ist immer wieder schön. Ist einer meiner liebsten Spiele. Ich habe damals 98, habe ich das mit meinem Cousin zusammen gekauft. Und das war ja damals für die PS1 auf 2 CDs. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn das geht, dann behält er eine CD und ich eine CD erstmal. Und ich habe dann die Leon-CD bekommen und habe dementsprechend oft den A-Durchgang mit Leon durchgespielt. Und dann haben wir zwischendurch mal getauscht und dann irgendwann noch zusammengespielt, halt den A- und B-Durchgang. Bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, dass es eine Gatling-Gun und sowas gibt. Und dann
haben wir es hoch und runter gespielt, ne? Immer und immer wieder. Was ich da dann gar nicht mehr so oft gespielt hatte, war das mit dem Hank und mit dem Tofu. War mir aber als kleiner Bub damals auch zu schwer. Das habe ich noch nicht so hinbekommen, einfach. Ich war damals 98, 13. Zarte 13. Ja. Und spielt halt immer noch gern, ne? Es ist verrückt. Und ich mag halt unglaublich gerne diese ganzen Mods dazu. Habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ne? Da kommen auch noch einige. Da gibt es noch ein paar, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Ich habe den mich auch erst gefunden, als ich mich wirklich viel damit auseinandergesetzt habe. Und da gibt es echt ein paar richtig, richtig coole. Unter anderem haben wir jetzt ja schon gesehen, die Marvins Mod und Ada's Mod. Könnt ihr hier auf dem Kanal ja auch gucken. War sehr, sehr cool. Und da gibt es etwas, das heißt Resident Evil Mortal Knight. Soll sehr schwer sein, aber auch sehr umfangreich halt, ne? Das möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Ich weiß noch nicht wann. Na, schauen wir mal. So. Jetzt müssten die Credits auch durch sein. Jo, sieht so aus. So, dann sehen wir jetzt unsere Zeit, unser Rang und so weiter. Dürfte ein A-Rang sein, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir gebraucht haben. Da sind die beiden. Und? So, muss ich noch. Ach, guck mal. Easy, ne? Das war ja echt gut. Unter 3 Stunden muss man sein. Kein Thema. Ist jetzt kein Weltrekord, aber ja. Kann man schon schaffen, ne? Okay. Wir haben jetzt den Raketenwerfer. Schön. Dann speichern wir das Ganze jetzt. Und sind damit am Ende. Am Ende zu dieser Runde. Ja, ihr habt es gesehen, den B-Durchgang werden wir dann mit Leon machen. Mal schauen, wann ich den bringe. Ich weiß auch nicht, ob ich den direkt im Anschluss bringe oder nicht. Einfach mal gucken, ne? Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich und ihr findet auch die Mod genauso cool wie ich. Die Optik ist schon wirklich im Vergleich echt richtig, richtig gut. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Durchgang oder beim nächsten Projekt und bis dahin, ciao, ciao.